So, meine Damen und Herren, ich muss jetzt meinen Partystab wegpacken. Es könnte sein, dass wir gestern alle auf eine Meldung hereingefallen sind, die nicht ganz so ist, wie sie zuerst schien. Und es tut mir auch mega leid und ich bin doch echt frustriert, weil ich hoffe, dass es jetzt nicht so das Bild rüberkommt, dass ich jemand bin, der irgendwie leicht auf irgendeine Fake News reinfällt, weil es wurde wirklich von allen Seiten berichtet gestern. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass es irgendeine unseriöse Seite gepostet hat, sondern es wurde von Spiegel und sämtlichen anderen eher renommierten Quellen gepostet. Aber jetzt kam eben vor ein oder zwei Stunden ein Artikel von LTO raus, Legal Tribune Online. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist es der einzige Artikel, der jetzt so eine Art Gegendarstellung hat. Der Artikel behauptet jedenfalls, dass LTO informiert wurde von Abgeordneten der Bundestagsfraktion der Grünen, dass es dann doch noch nicht zu einer finalen Einigung gekommen ist. Wenn ich jetzt so diese beiden Artikel miteinander kombiniere, was diese Infos, diese sich widersprechenden Infos uns sagen, ist, dass es wohl ein bisschen zu früh geschossen wurde von Spiegel. Aber ich glaube schon, dass es so in die Richtung geht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie schon relativ weit dabei sind bei den Verhandlungen, dass sie einer Legalisierung irgendwie zustimmen, aber dass es noch nicht das letzte Wort gesagt wurde. So könnte ich mir vorstellen, dass die aktuelle Situation ist, wenn man das Ganze versucht zu entschlüsseln. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dann in 2 Wochen oder so die News rauskommt, wo wir dachten, dass gestern schon rauskam. Vielleicht warte ich dann auch noch ein bisschen länger mit einem News-Video. Ich muss sagen, ich war einfach so gehypt gestern, als ich das gelesen habe, dass ich einfach nicht länger warten konnte. Ein weiterer Einwand, den ich sehr häufig höre, ist, dass selbst wenn die Bundesregierung sich zu einer Legalisierung entscheidet, der Bundesrat das ja noch ablehnen könnte. Ich muss aber sagen, dass ich sehr zuversichtlich bin, dass wenn die Ampelkoalition sich zu einer Legalisierung entscheidet, dass sie einen Weg finden wird, das zu legalisieren. Und vielleicht lehnt der Bundesrat den Antrag auch nicht mal ab. Das Thema ist auf jeden Fall brandheiß zurzeit und ich glaube, dass es alle 1 bis 3 Tage neue Infos zur Legalisierung geben wird. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. An dieser Stelle möchte ich euch auch nochmal meinen Discord-Kanal empfehlen. Dort gibt es zurzeit eine Kooperation mit Condrops. Das sind sozusagen professionelle Sozialarbeiter, die Leute beim Drogenkonsum unterstützen bzw. Drogensüchtigen helfen und solche Geschichte. An dieser Stelle auch danke an Condrops für diese Kooperation. Sehr korrekt. Check Discord aus.